Und jetzt du. Diese Küche sieht, sie wird sehr gequetscht aussehen, aber meinetwegen. Und hier kommt unsere Kaffeemaschine drauf, aber dafür müssen wir erstmal in den Nether. Die Kaffeemaschine, das ist, drei Cleanies und so ein glühender Stab heißen die ja jetzt. So, da kommt die Kaffeemaschine hin, dafür brauche ich auch Cleanies. Oh, jetzt habe ich ja schon genügend für alles, was ich brauche. So, einmal eine Druckplatte und einmal einen Knopf. Alles, was wir nicht mehr brauchen, aus der Inventarleiste. Da Knopf hin, da Druckplatte. Küche! Ach ja, und für stylisch. Schau aussehen. Tada! Jetzt schnell die Sachen, die wir nicht brauchen, einlagern, damit wir wieder Platzmangel im Inventar haben. Obwohl, was haben wir denn angerat? Unsere Lederjacke ist so gut wie Schrott. Da basteln uns wir mal schnell eine neue, wenn wir noch das Leder dabei hätten. Mann, ich bin blind. Meine neue Lederjacke. Und jetzt haben wir nicht mehr genügend Schuhe. Das machen wir aber auch noch. So. Neue Lederjacke. So, die alte, die spenden wir den Armen, die draußen rumlaufen. Die Rumlungen. So in die Tonne. Dann könnt ihr euch die eure Kleidung rausholen. Ja, da. Gute Idee. Ich mache mir schnell. Also ich geht schon mehr auf Feintuning als auf insgesamt erkunden, leider. So, nein, ein Schild. Und eine Box. Jetzt wisst ihr auch, was es wird. Hat ihr ja schon angekündigt. Irgendwo muss ja auch eine Müllkippe hin in einer anständigen Stadt. Oder in anständigen Häusern. Und im Moment kommt die hier hin. Wieso, weiß ich auch nicht. So. Alt. Oh Mist, ich habe die falsche Taste gedrückt gehalten. Na gut, dann wird eben alles groß geschrieben. Kleider. Sammlung. Ge. Dann. So, sieht doch gut aus. Kleidersammlung. Hundi? Was willst du da? Du sollst doch zu Hause bleiben. Idiotenhund. Na, also. Da ist unsere Altkleidersammlung. Tja. Hier muss nur noch irgendwas hin, dann ist es schon fertig. Ah. Idee. Und? Ach man, ich habe hier noch keine Crafting-Box drin. Die muss auch noch hin. Also sobald die Bude fertig ist, die wird auch gleich fertig sein, sobald die Küche und das Schlafzimmer noch fertig eingeräumt ist und die Kisten anständigen Platz haben, werden wir auf unsere erste schöne große Erkundungstour gehen. Weswegen ich jetzt wegen dem Plabern. Ach so, das wollte ich machen. Ja, da wusste ich eben beinahe nicht mehr, was ich machen wollte jetzt. Ach ja. Kind mit Alzheimer, sag ich da nur. Druckplatten. Übt keinen Druck auf mich aus, oder er kriegt zurück. Es war dreifach. Hier auch noch in die Küche eine. Ist so eine Art Wohnküche, so eine offene. Da wird am offenen, nicht vorhandenen Feuer gekocht. Aber damit man auch immer was zu kochen hat, brauche ich schnell ein paar Kohle. So, du Kohle kannst da rein. Die hier. Die da. Und ein bisschen Rindfleisch. Wir nehmen, lass mal zwei hier. Können da rein. So, eins ist schon verbraucht. Ach, dann werden wir auch Pilzsuppe. Die Pilzsuppe, will ich dazu sagen, kann auch da schon in den Kühlschrank. Wenn man mal Hunger auf Pilzsuppe hat. So, was machen wir denn mal? Das geht ja schon. Kisten, die können da erstmal so offen stehen bleiben. Oder auch nicht. Nee, auch nicht. Oder? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Das wäre bitte so voll den ganzen Kram damit mir rumzuschleppen und in eine andere Kiste. Auch wenn ich diese Kiste gerne nicht dastehen hätte. Na gut, mache ich eben. So. Die Kiste kommt jetzt dahin. Und rein mit euch. Sortiert natürlich.
Das wird die, ja, was weiß ich, Kiste. Hier haben wir noch ein bisschen Erde. Ein Schwertchen. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt zu einer winzigen Gut-Expedition ausrüsten und noch schnell hier ein Fenster reinkloppen? Sieht das aus? Nein, da direkt sieht nicht aus. Und da kann man gar nicht rausgucken. Nee, Fenster wird erst gemacht, so wenn der Berg da weg ist. Aber dann mal alle sieben Eisen, alle Eisen ins Inventar und vorbereitet. Wir werden ein 1,64er Stack Holz mitnehmen auf unsere Tour. Deswegen werden wir anderes Holz, was wir hoffentlich noch irgendwo haben, benutzen. Ich muss jetzt schnell noch was zu knacken. Denn was wir brauchen ist... Ah, ein Glück habe ich ja hier noch was. Eine Spitzhacke. Ja, was war es denn? Vergessen. Ich sortiere gerade ein bisschen rum, damit ich weiß, was ich mit Kraft finden muss. Und da muss ich gleich den Kühlschrank ausbaldowern, damit wir auch immer was zu fressen dabei haben. Eins wollte ich doch noch machen. Na gut, drei Eisenspitzhacken. Wird eine größere Erkundungstour, wenn wir überhaupt was finden werden. Noch ein Eisenschwert. Das kaputte noch. Das kaputte nach unten. Das muss weg, da kommen Fackeln hin. Muss doch mal herholen. Hier ein 64er Stack Fackeln. So. Nein. Nein. Ja. Und dann brauchen wir 16 Stäbe. So. Das hätten wir auch. Hier. Das wird meine Aufstellung sein, wenn wir in die Grube gehen. In die Grube, die wir noch finden. Aber ich glaube, ja, das wird noch dauern, bis wir die machen. Aber ich glaube, das werden wir leider erst in der nächsten Aufnahme machen, weil ich will eine Höhlenexpedition nicht mittendrin unterbrechen. Deswegen werde ich das in der Höhlenexpedition, auch wenn ich mich jetzt schon eigentlich seelisch und mechanisch darauf vorbereitet habe, erst in der nächsten Aufnahme machen. Und dafür jetzt erstmal noch fertig das Inventar vorbereiten. Erstmal einfach noch nicht sortieren. Oh, das wir sollen mit. Alles, was nicht mit soll. Soll weg. So, da kommt Futter hin. Und da. Hallo und wieder willkommen bei einer neuen Aufnahme Minecraft. Ich habe jetzt das Texturenpaket, jetzt nehme ich mal Misa, die abgedatete Version. Und ich habe ein paar Mods installiert, das wollte ich eigentlich gar nicht machen oder nicht so früh. Nämlich den Timber und die Minimap. Timber ist ganz praktisch, da brauchen wir nicht so lange rumlaufen, um unser Holz zu sammeln. Und die Minimap ist auch ganz praktisch. Jupp. Polygon, ach, das nenne ich irgendwann später mal um. Und ich hoffe jetzt, dass die Mods funktionieren. Welt wird geladen. Hä? Ah, Minimap geht. Und man sieht auch schon, wie das Texture Pack jetzt ein bisschen anders aussieht. Die Bilder bleiben doch, nur die Wolle sieht jetzt irgendwie nicht mehr so wollig aus und eher wie ein bisschen Schnee. Wir werden gleich kurz mal, wo ist es? Option, nein. Wie öffnet man, ah, hier verändern wir kurz mal, wie das aussieht. Unsere Minimap, aha, aha. Nein, Caves interessieren mich nicht, die suche ich selber. Ja, das ist schon mal richtig. Tiefpoint, okay. Option. Das sieht schon mal besser aus. Entschuldigung, dass ich das jetzt mit euch mache, aber damit ihr auch meine Veränderung nachvollziehen könnt. So, das wissen wir jetzt ja, wo das ist. Zoom. Hm, okay, ändert nichts. Ganz normal wieder lassen. Mal gucken, was kann man denn hier noch so ändern? Ja, das ist groß genug. Ich hoffe, das ist nicht schon zu groß für euch. Dann mal, wo geht's denn zurück? Zurück. Okay, wie kommt man hier wieder raus? Hallo.
Ah, back. Ich habe das eben da unten fast gar nicht bemerkt. So, jetzt mal so Face Options. Light natürlich. Light Snow. Slime Chunk. Unser Haus steht in einem Slime Chunk. Nein, die suchen wir uns auch lieber selber. Dann Snow Chunk Grid. Ne. Ne, Show Chunk Grid. Halt Snow. Okay, ändert nichts. Dann würde ich sagen, jetzt gucken wir noch in diese drei rein. Und dann, ja, jupp. Und das letzte, was ist das? Ach so, das zeigt uns, wo überall Mobs sind. Eigentlich ganz lustig, aber nervig eher. So, dann wäre das schon mal. Oh. Ah, man sieht doch schon, unsere Rüstung sieht anders aus. Und eigentlich, ich habe doch mein Skin geändert. Aber wahrscheinlich ändert sich das dadurch, dass ich mit Texture Pack spiele. Letztes Mal hatten wir hier in unserer Küche und das kleine Sichtfenster eingebaut. Und mal sehen, was wir jetzt machen. Ach ja, wir wollten ja auf eine kleine Höhlenerkundung gehen, soweit ich weiß. Dann werde ich kurz was vorbereiten und dann gehen wir sofort los. Bis gleich. So, und weiter geht's. Machen wir uns auch gleich mal auf den Weg. Die Hundis würde ich ja gerne mitnehmen, aber die können wir gar nicht gebrauchen. Aber jetzt noch schnell... bis auf die nächste Nacht warten. Ach, und schnell noch. Ach nee, das ist ja einfach. Ich dachte, ich hätte was verändert. So, das ist auch alles noch normal. Ich hatte nämlich mal ein bisschen rumprobiert. So, schlafen wir weiter. So, und dann sieht man schon, wie die Map sich aktualisiert. Die hat aber anscheinend noch ein paar Schattenprobleme. Wo bist du, Enderman? Ich krieg dich. Ich krieg dich! Ich zauber alles mit meinem Fleisch. Hm. Hat wahrscheinlich eben wegteleportiert. Ich krieg den noch. Hätte ich mal eben eigentlich auch machen können, aber wir können doch nicht los. Wir müssen noch schnell unser rohes Rindfleisch braten. In der Zeit gucken wir aber mal, in welche Höhle wir eigentlich gehen wollten. Altkleidersammlung. Ach ja. Die schöne alte Altkleidersammlung. Hier hinten um die Ecke war doch irgend so eine Höhle, die ich mal aus Spaß schon mal reingeguckt habe. Aber bloß, wo ist die? Ach ja, wundert euch nicht, dass ich wie ein Känguru hüpfe, das macht einfach ein bisschen Spaß. Boink, boink, boink. Hier war die Höhle. Hat man schon zum Teil ausgeleuchtet. Dann nehmen wir jetzt noch ein paar Kühe mit. Wir haben keine Schere. Obwohl, gucken nach den Schafen. Und dann geht's auch schon wirklich los. Schafis.